aufgrund der Länge von 15 Minuten X. Jetzt dritter Ansatz. Es darf nicht sein, dass man hier wegschaut. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Zeichen setzt. Ich muss natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Warum? Weil man sonst hier zusammengerottet Gegenschüsse bekommt, weil der stört und das. Und dann erfindet man wieder was Neues und dann wieder was Neues. Und es gab Zeiten in dem letzten Jahr, da habe ich die Wohnung nur noch mit Zeugenbitten verlassen. Unter diesem Aspekt, das ist mein Klingelton, bewusst unter dem Motto in Europa, werden das, danke, 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 unter diesem Aspekt habe ich mir erlaubt, eben diesen Ton zu hinterlegen, weil ich eben sehr, sehr oft bei Wetten, das war, um die Stars für Rettungsprojekte vor Jahren zu generieren, denn man weiß ja nie, wann man sie braucht. Siehe da, jetzt braucht man sie, weil eben diese tollen Nahrungsergänzungsmittel nicht ausreichen. Vitamin D inklusive. Hört, hört. Was ist für ein gesichertes Leben, gesundes Leben erforderlich? Dank SWR1, Leute, live. Dadurch, durch die Dankbarkeit, komme ich in den Zustand rein, dass es schon passiert ist. Ja. Und wenn man sozusagen sich selber vornimmt, dass es schon passiert ist, dann ist das, sagen wir mal, Gesamtsystem weiß es gar nicht und denkt dann, dass es wirklich so ist. Und es gibt ja unendlich viele Sachen, wie wir dankbar sein können. Schon allein, dass man atmet, dass man lebt, dass einem gut geht. Und dann geht es halt weiter, dass ich dankbar und glücklich bin, dass ich gesund bin und meine Familie gesund ist, meine Freunde und so weiter. Und was machen Sie mit den Defiziten, die jeder von uns im Leben hat? Blenden Sie die aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ausblenden bringt nichts. Das bringt meistens eine Tempo. Wir brauchen Tempo. Tempo. Um so schnell wie möglich den Widrigkeiten sich entziehen, zu müssen, nicht zu dürfen. Erinnerung, sondern muss eigentlich durch den Zustand reingehen und das schmerzt erstmal und wenn man reingeht und das schmerzt, dann kann man es auflösen. Denn alles ist eigentlich etwas mit Bewusstsein zu tun. Also das erinnert mich an Flims, Sommerfest 2006. Wen traf ich da? Nicht nur Udo Jürgens. Jemanden aus der Gigabar in der Schweiz. Und was der gesagt hat, folgt gleich. Bewusst zu sein und wenn man eine Energie irgendwo hinbringt, also die Gedanken, dann verbessert sich das. Das zeigen beispielsweise Meta-Analysen, also Studien aller Studien weltweit, die man zusammengefasst hat, zeigt, dass eigentlich, man nennt es im Englischen Mindfulness, so wird es auch veröffentlicht, also der bewusste Zustand bringt eine Verbesserung zum Beispiel an Gesundheit. Also wenn ich bewusst bin über mich selbst, dann bin ich viel gesünder. Dann weiß ich, wie habe ich meine Körperhaltung, dann kriege ich weniger Rückenschmerzen wegen Herz und so weiter. Wie wichtig sind Leistung und Leistungsvermögen für das eigene Leben und für die eigene Gesundheit? Die sind natürlich wichtig und hängen ja auch damit zusammen, wiederum mit der mentalen Einstellung. Man hat ja das Konzept der Selbstwirksamkeit, das ist das stärkste Konzept, was es überhaupt gibt, auch für Erfolg. Das ist richtig, aber dazu braucht man Menschen, die diese Geisteshaltung entgegnen. Und die auch entsprechend menschlich sind. Wenn sie es nicht sind, wie eine gewisse Sotzbett, dann gute Nacht. Dann hilft nämlich auch nicht am frühen Morgen dieser Medizintrunk mit Wasser, warmem Wasser. Aber dieser Honig mit Zwiebel eingelegt hat mich bis jetzt größtenteils in die Rekonvaleszenzphase begleitet. Vielen, vielen Dank. Aber wie gesagt, es ist so viel vonnöten, um aufzuklären, dass diese Täter, Plural, Mehrzahl, eben vor den Kadi kommen.
und die werden vor den Kadi kommen. Es ist die Frage, eine taktische Zeitfrage, damit sie nicht weiter tätern können. Ich formuliere es mal so und ich schaue genau hin. Okay? Sie verstehen? Das ist stärker noch als jetzt Intelligenz oder Begabung, Talent, ist die Selbstwirksamkeit. Und ich achte auf die Nuancen. Denn beide Staatsanwälte, unabhängig, der eine ist in einem Tennisclub und der andere in einem anderen Tennisclub, sind nicht in einem Tennisclub. Wenn diese Meute jetzt so nicht mehr weiterkommt, dann lässt diese Meute sich was anderes einfallen. Und deswegen halte dich bitte noch entsprechend zurück. Ist ja logisch, das verstehe ich auch. Damit das Schlachtfeld nicht verändert wird. Denn wir haben ja signifikante Erkenntnisse, warum welche Texte geschrieben worden sind, warum man die teuersten Fliesen von Mont Blanc im Gang verstreut hat, um wie eine Expressionszeichnung, das gibt es bei einer Kamera, wenn man die Teile alle braucht, wo was eben hingehört, zu finden ist. Genau so hat man hier meine Sachen, die nicht mehr in den Keller passten, weil als Platz gemacht werden musste, aber ich sollte eine Pause machen, weil ich diesen Fußschaden hatte, der auf dem Weg der Genesung ist. Das interessiert aber keinen. Wichtig ist, man initiiert Bilder, um dann Entscheidungsgründe folgen zu lassen und dann Fristen gesetzt werden, damit man enteignet wird. Das müssen Sie sich mal geben. Und das ist alles tresort in Erlangen. Weil diese Beweismittel lasse ich auf keinen Fall in der Wohnung. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich weit schaue, da ich Schach spiele. Selbstwirksamkeit wird so dass ich sage, ich traue mir zu, das Ziel zu erreichen, wenn ich im Zustand bin. Also zum Beispiel ein Höchstleistungssportler stellt sich vor, wie er die Goldmedaille gewinnt und dann gewinnt er sie tatsächlich mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn er sich das immer vorstellt, dass er sie gewinnt. Diese Form von Selbstsuggestion funktioniert? Ja, und ich stelle mir vor dem Kadi, wie diese antanzen werden. Einzeln die Täter. Das stelle ich mir vor. Und genau aus diesem Grund wird im Detail für Detail vorbereitet, damit die nicht rauskommen mit ihren Märchen aus den Taten, deren Opfer ich wurde. Ja, es ist bei jedem von uns. Genau, es ist weniger Suggestion, Selbstwirksamkeit, also dass man, ist eine Form von Suggestion, also man stellt sich das vor und dadurch wird sozusagen wieder das Gesamtsystem, Emotionen, Gedanken, alles darauf abgezielt und desto stärker man das macht, desto besser ist es. Man kann es beobachten an Fußballmannschaften, wenn man schon sieht, wie jemand reinkommt, geht man eben mit geschwellter Brust rein oder hängt man so, dann kann man sich irgendwie ein Spiel machen, mache ich oft, egal ob man jetzt was anguckt, Boxkampf, Fußball, dann wage ich schon am Anfang immer eine Tendenz aufzustellen, naja, es ist wohl wahrscheinlicher, dass diese Mannschaft oder der gewinnt oder verliert. Und das trifft dann auch eigentlich schon bei 80% meistens ein. Professor Sven Völpel, Altersforscher aus Bremen, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, wobei aus Bremen stimmt für das aktuelle Leben schon, aber eigentlich kommen Sie aus München. Richtig. Vermissen in Bremen ein bisschen die Berge? Aus der Hans-Wilhelm-Müller-Wohlfahrtsstadt zu München Lehel. Ja, auch er sammelt die freien Radikale, er bindet sie. Aber dazu muss man auch geschützt werden von äußeren radikalen Umständen. Und die werde ich alle aufklären. Ich springe ein bisschen weiter. An einem Garten mit 100. Die machen ja Gymnastik, aber vor allem, die gehen auch regelmäßig, also mehrmals in die Woche, zusammen zum Singen, vielleicht zum Kartenspielen, zum Tanzen, auch zusammen. Wenn das die Nachbarn auch machen würden, für ihre Inputs etwas zu tun, dann würden sie nicht
sowas auf mich projizieren. Wobei, was meine Person angeht, ja, eine Person hier mich erkannt hat, oh Gott, der mit der Kamera, der klärt auf. Der hat schon hier oder da oder dort sein Auge und seine Stimme erhoben. Ich habe nur die Fälle aufgeklärt. Okay? Weil ich gebeten worden bin. Oder soll ich wegschauen, so wie es viele tun? Carsten Stahl schaut nicht weg. Nein, er zeigt Gesicht. Und deswegen ist er unbequem. Aber er hat Schlimmes erlebt. So schlimm, dass er gesagt hat, er wollte manchmal gar nicht aufstehen. Und jetzt steht er auf. Er steht richtig auf und zeigt Gesicht. Ja? Vergessen kann das er das. Sollte uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von Dauer keine Freiheit, meine sehr verehrten. Es gab auch welche, die haben mit Sicherheit bei dem ganzen Ding auch übertrieben und haben Scheiße erzählt. Aber hier wurde eine Menge gelogen. Und jetzt versucht man zu sagen, na, die Wissenschaft, die wusste es nicht besser. Man hat euch darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen nicht wirken. So, und was macht er? Er klärt auch auf. Und deswegen ist er unbequem. Ja? Warum? Es dürfen, durch Werbung auf YouTube erreiche ich genau meine Ziele. Entschuldigung, einen Moment. Es dürfen. Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Ein Bürger und Vater in unserem Land. Und ich habe null Toleranz bei Vergewaltigung und null Toleranz bei Missbrauch. Und null Toleranz bei Stalking, Mobbing und Diskriminierung. Und das verbindet uns. Und so einen Trainer wird Nürnberg, Bayern, Deutschland, Europa, die Welt, die Kontinente mit den Weltstars noch nie gesehen haben. Denn ich war nicht nur bei Gérard Depardieu, ich war nicht nur bei George W. Bush, ich war nicht nur bei Herrn Wladimir Putin. Und er will sich mit Putin treffen. Wer? Der hier. Aber anscheinend gilt das nicht für alle so. Die FU in Berlin zeigt genau ein anderes Gesicht. Denn sie scheint sehr tolerant zu sein, wenn es um Vergewaltigung oder um Belästigung von Frauen geht. Was ich damit meine? Die FU rät Frauen, die an ihrer Uni Opfer von Belästigung, von sexueller Belästigung werden, nicht die Polizei zu rufen. Nein! Sie sagt sogar, ruft bitte unseren Sicherheitsdienst. Warum nicht die Polizei? Sind die nicht dafür da, wenn Straftaten begangen werden? Nein, wir sollen das nicht tun. Sie sollen das nicht tun. Und jetzt kommen wir zu der Begründung. Und wisst ihr, was sie sagen? Warum sie das so wollen? Damit die Herrschaften, die dort diese Frauen sexuell belästigen oder übergriffig werden, nicht vielleicht in irgendeiner Weise diskriminiert werden. Dass sie nicht Opfer von Rassismus werden, die Polizei dann gegen sie vielleicht richten könnte. Also erstmal, liebe FU, was stimmt bei euch nicht? Wollt ihr hier die Polizei unter Generalverdacht stellen? Und vor allen Dingen könnt ihr mir mal sagen, was diese Opfertäterumkehr soll? Ihr wollt also, dass Frauen nicht die Polizei rufen, weil ihr denkt, die Polizei könnte rassistisch übergriffig werden, ja? Also erstmal unfassbar, was ihr da... Das ist unfassbar. Und in Nürnberg ist auch einiges unfassbar. Und der Film Hölle Nürnberg Nord, Hauptdarsteller, nicht nur ich, der findet statt. Garantiert. Denn zum Glück konnten bei der letzten Fahrt, bei der Deportierung meiner selbst durch einen namhaften, etablierten Menschen, noch mehr Freund, nachts, handanlegend im Anzug, das hat er getan, weil die beiden anderen Fahrten haben zwei Unternehmer gemacht, aber die hatten alle Fahrzeuge im Einsatz, also alle 7 oder 8 oder 9 Fahrzeuge, weil die Angestellten nach Hause fahren damit.
Und er zeigte Gesicht und kam dann nach 20 Uhr und legte Hand an bis 22 Uhr. Ich setze gleich wieder weiter an.